Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit recht herzlich zu einem meiner, neuen Videobeiträge. Es hat lange gedauert. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor einem halben Jahr irgendwas mit Essen gemacht. Heute testen wir veganes Essen. Vegane Burger, vegane Wurst. Weil, warum eigentlich? Wir essen... Wie soll ich Ihnen das sagen jetzt? Warum macht man das überhaupt? Warum ist dieses vegetarische Essen jetzt eigentlich so im Kommen? Das hat was mit unseren Weltrettungsfantasien zu tun. Wir wollen das Klima retten. Wir wollen gute Menschen sein, ganz klar. Die Umwelt schützen, aber auch die Tiere schützen. Tiere haben ein schlechtes Leben. Und wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Tiere ein gutes Leben haben. Ja? Die sollen einfach da sein, nur da sein. Und die Tierhaltung ist auch nicht so gut. Wir sind nicht für solche Tierhaltungsexperimente. Wir kaufen natürlich auch keine Eier mehr aus der normalen Legebatterie. Das ist jetzt verpönt. Bio-Eier von Hühnern, die auf der Wiese ein glückliches Leben haben, die sollen es sein. Und natürlich auch Milch von der glücklichen Kuh. Denn glückliche Milch und glückliche Eier, die tun uns auch viel besser. Tun uns gut, ja, wie auch immer. Ja. Also jedenfalls glauben wir, wir wollen alles retten, wir wollen das Klima retten, wir retten auch Menschen von allen möglichen Kriegsgebieten. Warum retten wir nicht auch unsere eigenen Tiere, indem wir einfach auf Fleisch verzichten und uns diesen tollen veganen Nahrungsmitteln zuwenden. Das habe ich mir immer so ein bisschen was gekauft. Ja, ich halte es mal kurz rein. Ja. Also die Auswahl ist enorm, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich habe das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Also was es heute alles gibt, ist sehr umfangreich. Kurzum, wir testen heute veganes Essen. Ich zeige Ihnen dann mal die Produkte. Ich halte es dann mal in die Kamera. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Ich lese Ihnen dann vor, was drin ist, wenn ich es lesen kann. Und dann testen wir das einfach, wie schmeckt es. Wie schmeckt es jetzt so, wenn ich so esse? Und wie schmeckt es, wenn ich es angebraten habe? Hier zum Beispiel vegane Burger. Die werden wahrscheinlich anders schmecken, wenn ich es angebraten habe. Ja? Ja, wie auch immer, ich esse das. Ich koste das und dann sage ich euch, was drin ist und wie es geschmeckt hat. Ne? Nur eins vorab ist... Diese Art der Ernährung ist eine ziemlich teure Ernährung. Also egal, was ihr so kauft, zumindest war das bei uns so, hier so ein Ding 3 Euro, dann so ein Ding 3 Euro, so ein Ding 3 Euro, die Wurst auch 3 Euro, also alles kostet hier so um die 3 Euro rum. Also das ist eine Art der Ernährung, die muss man sich erstmal leisten können. Kann ich mir eigentlich nicht leisten, aber ich dachte mir, ich probiere das jetzt einmal aus und dann gucke ich mal, wie ist denn das jetzt überhaupt. Fangen wir am besten an mit dem. Mit den Dingern, ja. Das sind, ich halte mal rein, was ist das? So, einmal reingehalten. Das sind Wales von Wales, ja. 6-mal vegetarische Nuggets. Das sollen wahrscheinlich Hühnchen-Nuggets sein, beziehungsweise soll das so ein bisschen imitieren. Also die Verpackung sieht natürlich, ja, also werbetechnisch ansprechend aus, kann man gar nichts meckern. Wir schauen mal, was drin ist überhaupt. Ja, ich mache eine Brille. Na, hier ist auf Deutsch, hier. Also hier ist 62% Magermilch drin, also mehr als die Hälfte ist Magermilch. Paniermehl, Weizen, dann Verdickungsmehl, Calciumalginat, Methylcellulose. Methylcellulose ist sowas wie Zellulose. Ja, daraus macht man, glaube ich, Taschentücher. Hühnerei, Eiweiß und Haferspelzfaser. Weizenstärke, Kochsalz und Eisen, Diphosphat. Ja, natürlich auch hier ganz klar, wir verwenden Eier aus Freilandhaltung. Ja, das sind die veganen Hühnchen-Nuggets oder vegetarischen Nuggets.
Mach die mal auf, die Packung. So, jetzt kosten wir mal so ein Ding, wie schmeckt das so? Und nachher brate ich halt eben alles ein. Ne? Schauen wir mal, wie das dann schmeckt, wenn es gebraten ist. Also, nehmen das mal raus hier aus der Packung. Also der erste äußerliche Eindruck vom Geruch her, naja, Paniermehl, das unterscheidet sich jetzt vom Geruch gar nicht so sehr wie von echten Hühnchennuggets. Schneiden das mal durch. Ja, beim Schnitt merkt man schon, es handelt sich nicht um Fleisch. Also Fleisch lässt sich ganz anders schneiden, aber ich will noch gar nicht meckern. Fleisch schmeckt es ja ganz gut. Wir gucken mal, wie ist denn so die Konsistenz. Also die Konsistenz ist wie, sage ich jetzt mal, aufgeweichtes Brot. Bisschen klebrig, aber vom Geschmack her. Schmeckt noch gar nichts. Welch geschmacklos. Da ist halt nichts zu sagen, da sollte ich ja eigentlich anbraten. Ne? Dieselbe Firma macht auch Steaks. Zwei vegetarische Steaks. Halte ich mal rein in die Kamera. Ja. Dieselbe Firma macht auch Steaks. Gucken, was da drin ist. 75% Magermilch, also noch mehr Magermilch als in den Nuggets. Auch Weizenstärke. Methylcellulose, selbe in grün. Ach ja, jetzt noch was anderes drin hier. Erbsenprotein. Auch Haferspelzfaser. Pfeffer, Knoblauch, Thymian, Kochsalz. Also sag ich mal, ist fast dasselbe, nur dass sie ja mehr, oder dass hier ein bisschen Erbsenprotein drin ist, also ein Erbseneiweiß, ja, okay, gut. Machen wir auch mal auf hier. Schauen uns das mal an. Es ist gepresst. Was sonst, ja. Vom Geruch her. Das riecht nach Erbsen. Ne? Ich schneide mal ein Stück an. Das ist auch breiig. Also vom Schnitt her, man merkt, also wenn sie das durchschneiden, das hat nichts mit Fleisch zu tun. Ne? Also die Konsistenz. Auch so matschig, ne? Wie das hier im Prinzip. Aber wie gesagt, also schmeckt jetzt besser als das andere, weil ich jetzt einen Vergleich habe. Ne? Schmeckt ein bisschen nach Maggi. Es hat so ein bisschen den Biss von klein gemahlenem Fleisch. Tue ich zurück, braten wir dann an. Ne? Okay. Haben wir hier vegane Mühlen Cordon Bleu. Hatte ich auch mal in die Kamera. Wie gesagt, kostet alles sowas bei 3 Euro. Reich an ungesättigten Fettsäuren, Hühnerproteingehalt. Ach nee, hoher Proteingehalt, nicht höher. Kann man schlecht lesen, ja. Was ist da drin? Veganes Erzeugnis nach Art eines Schnitzels auf Basis von Soja. Gefüllt mit einer veganen Schmelzscheibe und veganem Schinken. Okay, also selbst der Käse und selbst der Schinken, in Anführungsstrichen, ist ja auch vegan. Da bin ich auch mal gespannt. Einfach mal auf hier. Ich wollte einen Wachs voll fressen hier mit so leckeren Sachen. Ja, von außen her, das stinkt ja. Das hat jetzt gerade so gerochen wie diese
höchste Süßströmung, die ich auch schon mal ein Video gemacht. Ja, okay, wollen wir einfach mal raus. Ja, also, ja, das ist ganz normale Panade. Doch, es gibt jetzt keinen Unterschied. Schneiden das mal durch. Vom Schnitt ein bisschen fester. Konsistenz ist ja auch ein bisschen fester. Nur vom Geschmack her. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht, ne? Das hat jetzt auch hier ein bisschen mehr Biss. Aber es ist wirklich so, dass das und das ist wirklich so, als ob man, wenn man das jetzt so isst, ungebraten, als ob man so einen Klumpen Knete im Mund hat und kaut auf so einen Klumpen Knete rum oder auf so ein, wenn Sie jetzt mal Brot gebacken haben und das Brot ist nicht aufgegangen, da haben Sie so richtig einen klumpigen Teich, so schmeckt das in etwa. Ne? Aber ich will gar nicht sagen, dass es jetzt ja schlecht schmeckt. Bis jetzt schmeckt es gar nicht mehr so verkehrt. Also ich habe schon schlechteres Essen gegessen. So. Aber ja, ach so, das ist jetzt eine andere Marke. Ja, Mühlen vegane Nuggets will ich jetzt aber nicht aufmachen, weil ich habe da schon eine Packung aufgemacht. Das habe ich hier zwei Packungen aufgemacht und ist ja doof, ne? So, okay, jetzt haben wir hier vegane Mühlensalami, ja? Ach, hier halte ich es mal rein. Vegane Mühlensalami, ja? Die hat jetzt, glaube ich, keine 3 Euro gekostet. Auch hier, gucken wir mal, was ist denn da drin? Weizengluten, also wer eine Glutenallergie hat, kann das nicht essen. Zutaten, Wasser, Rapsöl, Weizengluten, das sind die Hauptbestandteile. Ne? Dann Verdickungsmittel sind wir dann schon. Was? Cognac? Wusste ich gar nicht. Hier ist Alkohol drin. Methylcellulose, Kochsalz, Kartoffelprotein, Weizenmehl, Pfeffer, Traubenzucker, Zitrusfaser, Gewürze, Farbstoffe, Eisenoxid, also Rost. Ne? Carotin, okay, kann Spuren von Soja und Ei enthalten. Also hier scheint alles Mögliche drin zu sein, nur nichts, was wirklich was mit Essen zu tun hat. Aber ich will es mal aufmachen. Die Salami, ne? Also. Ja. Riecht aber angenehm hier. Also schon beim Aufmachen kam mir jetzt so ein richtig leckerer Geruch entgegen. Will ich gar nicht, also wie gesagt, manchmal täuscht das ja auch. Ne? Nehmen wir mal so eine Scheibe hier. Fühlt sich ein bisschen an wie Gummi, riecht aber lecker. Wieso riecht das so gut? Ja, vom Schnitt natürlich ganz klar. Ist ja wirklich wie so eine, wie Gummi, ne? Okay, mal gucken, wie es schmeckt. Na, was erinnert mich der Geruch? Irgendwas Süßes. Schmeckt scheiße. Nee, schmeckt überhaupt nicht lecker. Außer Geschmackssache. Das schmeckt wie. Das schmeckt wie Klopapier. Das Einzige, was ich schmecke, ist der Pfeffer. Der Rest ist undefinierbar. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie Klopapier schmeckt, aber so in etwa müsste Klopapier schmecken. So, dann haben wir hier von einer Natura Bratwürstchen, vegane Bratwürstchen, also da habe ich aber viel zu essen dieses Wochenende. Naja, es ist ja gesundes Essen. Ne? Ein Natura Bratwürstchen aus Seitan und Tofu. Ja, halt ja mal rein hier, ne? Ein Natura, schön merken. Vegane Bratwürstchen, was ist da drin? Ja, Seitan und Tofu. Zutaten, ja, Seitan 48%, 39% Sojabohnen, der Rest Meersalz, Gewürze, Rohrzucker,
Sellerie, Knoblauch. Also das scheint von den Zutaten her gar nicht mal so verkehrt zu sein. Kosten wir es einfach mal. Ja. Holen wir uns mal so eine Wurst raus hier. Also von der Konsistenz her, auch ja, wie andere Würste jetzt auch, ja, diese billigen. Ja, man riecht schon, ne? So, ja. Also vom Schnitt her sind die jetzt gar nicht mehr so verkehrt. Also es scheint fester zu sein, ne? Konsistenz auch, naja, fest, nicht so breiig wie das Zeug hier. Nur vom Geschmack. Ist natürlich kein Bratwürstchen, das ist klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn man das jetzt durchkaut und vom Geschmack her, würde ich mir sowas öfters mal gönnen, sage ich jetzt mal. Schmeckt nicht verkehrt, esse ich gleich auf. Ja, ja, na klar. Wenn jetzt eine ganze Wurst so ist, kaut man ganz schön lange drauf rum. Ist ein bisschen krümelig, bisschen ne, sandig nicht, bisschen, naja, pappig, naja. Aber vom Geschmack her sind die Würstchen immer noch besser als das andere, was ich bis jetzt gegessen habe. So, und jetzt haben wir noch zwei vegane Burger. Ach, aus Soja und Weizenprotein. Habe ich meine Kamera vom Garden Gourmet. Garden Gourmet, ja. So, Garden Gourmet. Auf Basis von Sojaprotein und Weizenprotein gegart, aufgetaut, Zutaten, Trinkwasser. Also Hauptzutaten, das Wasser dann damit. Sojaprotein. Weizenprotein. Öle. Aromen, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver. Gerstenmalzextrakt. Sind insgesamt ganz schön eiweißhaltig, ne? Also ist eigentlich ganz gut, ne? So, machen wir mal auf hier. Ja, wie gesagt, ne? 3 Euro, ne? Das sind zwei so kleine Dinger, ne? Also das muss man sich leisten können. Und vom Geruch sehr neutral. Sind schon vorgegart, ja, so wie es eben auf der Packung stand. Konsistenz, das ist eigentlich alles so ein bisschen wie Gummi, ne? Also Gummi von außen, ja, manchmal schmeckt es ein bisschen breiig, mal gucken, wie das hier ist. Ja, vom Schnitt her, ja, ich glaube, man soll das auch gar nicht so sehr mit Fleisch vergleichen, also von der Schnittfestigkeit her ist es natürlich nicht zu vergleichen mit einem Fleischprodukt, logisch, ne? Soll es ja auch nicht sein, ne? Das schmeckt gut. Jetzt gar nicht gedacht, ja. Schmeckt wirklich so, als ob das vom Grill kommt, ja, weil das irgendwie schon vorgegrillt wurde, ja. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das hier schmeckt bis jetzt am besten. Gartengourmet, ja. Vegane Burger. So, tut man wieder zurück. Und zum Schluss von Gutfried so eine Wurst hier. Vegetarische Fleischwurst. Also ein Widerspruch in sich, ne? Ja, 8 Zutaten, Trinkwasser, Hops, 14%. Ja, dann ist das meiste Wasser, was sie ja kaufen, ne? Wie in dem anderen auch. Hühnereiweißpulver, ja, das ist so eine Wurst,
Sie kennen doch diese Billigwurst, wo sich alle Leute drüber aufregen. Ja, die wird doch gestreckt mit künstlichen Eiweißen. Und das scheint eine Wurst zu sein, die scheint nur aus diesen künstlichen Eiweißen zu bestehen. Ja, Farbstoffe, Beta-Carotin, Säurungsmittel, Zitronensäure. Ja, keine Spuren von Senf und Sellerie, Gluten und Soja enthalten. Ja. Gucken wir einfach mal, machen wir mal auf hier. Hier. Ja, das ist, wenn man schon mit dem Messer durch diese Wurst gleitet, das ist, da hat das Messer gar keinen Widerstand. Das ist wie, ich mache mir die Schale ab. Wenn Sie jetzt hier durch diese Wurst schneiden, das ist wirklich fast widerstandslos. Ja? Als ob Sie ein Ei durchschneiden. Schon mal Ei durchgeschnitten mit dem Messer, so fühlt sich das an. Ja? Das ist wirklich kaum Widerstand. Ja? Als ob man wirklich wie ein Ei schneidet, ja? Oder also wie ein gekochtes Ei. Ne? Oder man wie durch Butter gleitet. Ne? Koste ich mal. Also auch wie so gummiartig die Konsistenz. Also sehr fein. Also sehr fein gemeines Wurstbrät oder veganes Brät. Mir schmeckt noch nicht. Na, schmeckt ein bisschen nach Sellerie. Ja. Kann man jetzt essen? Oder auch nicht, das macht jetzt keinen Unterschied. Also die Konsistenz ist wirklich sehr weich, es ist wirklich wie als ob Sie jetzt ein gekochtes Ei essen. Vom Geschmack her finde ich immer ein bisschen doof, weil es gibt so viele Würzmittel heutzutage. Wenn man schon sowas macht, dann kann man das doch irgendwie anders würzen, ja? Schmeckt scheiße. Ja, ja, okay. Alles, was ich jetzt aufgemacht habe, das hier kommt jetzt in die Pfanne. Jetzt probieren wir das dann nochmal, wenn ich das dann in der Pfanne halte. Ja? Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich mal die Kamera gewechselt. Und jetzt haben wir hier den Teller. Ich habe das jetzt hier so angebraten. Und jetzt wollen wir mal gucken. Das ist mal so ein bisschen hierher. Wie ist das jetzt? Wie schmeckt das jetzt? Ach, fehlt noch eine Gabel. Wie schmeckt das jetzt, wenn man es angebraten hat? Ne? Ich mal nochmal hier zu dieser Wurst, ja, das ist die Wurst, vielleicht hole ich mal raus hier, essen wir als erstes, eine rechtliche Verpackung, so, die Gutfriedwurst, die Gutfriedwurst, ja, die wollen wir hier mal in gebratenem Zustand kosten. Wie gesagt, vorher war sie jetzt nicht so lecker. Mal gucken, wie ist denn das jetzt, wenn wir die so essen, gebraten. Also vom Geruch her. Moment. Es riecht jetzt ein bisschen mehr wie Wurst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Vom Geschmack her, also vom Schnitt, ist ein bisschen fester geworden. Schmeckt besser als vorher. Fragen Sie mich nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Röstaromen. Schmeckt jetzt sogar ein bisschen nach Fleisch. Ist jetzt gar nicht gedacht, ne? Okay.
Also mein Tipp, so kann man sie nicht essen. Angebraten, in Scheiben geschnitten, kann man sie durchgehen lassen, definitiv. Okay. Kommen wir zu den Teller der Schande hier. Ne? Das sind diese Nuggets. Und das die hier. Das müsst ihr nur keinen Fehler machen. Ne? Diese Wels-Nuggets sind das diese. Die von der Form her. Ja. Die Wels-Nuggets. Ne? Also lassen sich gut anbraten. Vom Geruch her, naja, nehmen sich jetzt nicht viel. Jetzt sind sie auch ein bisschen fester. Ja. Durch die Panade erinnert das schon an Hähnchen-Nuggets, aber es hat natürlich nicht im geringsten irgendetwas mit Hähnchen-Nuggets zu tun. Schmeckt noch gar nicht, ne? Und fehlt sogar Salz. Wenn ich jetzt dazu irgendeine Soße esse, Ketchup oder irgendeine Currysoße, könnte das sogar als Nuggets durchgehen. Ja. Weil ich glaube, die von McDonald's schmecken auch nicht besser. So, als nächstes. Hier diese Hähnchen Cordon Bleu, ne? Diese Mühlen veganen Hähnchen Cordon Bleu, wo sogar der Käse und der Schinken nichts mit Fleisch zu tun haben soll. Hier bin ich erstaunt, hier fließt sogar der Käse richtig raus und drauf tut, finde ich gut so. Vom Schnitt auf jeden Fall fester als das andere hier. Ja, vom Geruch auch nicht verkehrt. Oh. Es schmeckt eigentlich ganz gut. Ja. Also, wer es nicht weiß, also der könnte glatt meinen, das ist richtiger Käse. Ne? Ja, beim Schinken bin ich mir nicht so sicher, das wird man wohl schnell herausfinden, dass das kein richtiger Schinken ist. Ja? Aber so im Gesamtbild, so was der Geschmack, was den Geschmack betrifft, kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ja, also, ja, ich meine, es kommt wie gesagt einem echten Hähnchen-Cordon Bleu nicht ansatzweise nah. Soll es ja auch eigentlich gar nicht. Ist ja was Vegetarisches, ne? Aber von der Bissfestigkeit, von der Konsistenz her, vom Geschmack, finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Das hier sind die Steaks, ja. Welles, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das sind die Steaks, wollen wir mal gucken, wie die sind. Und wenn sie gebraten sind, sind sie auf jeden Fall fester von der Konsistenz, ne. Fast immer noch wie Gummi, ne. So wie ich so Fahrradreifen durchschneide, ne. Fester. Also gebraten sind sie auf jeden Fall alle bissfester, die Produkte. Vom Geschmack her, naja, eher undefinierbar. Ich versuche es euch die ganze Zeit zu erklären, aber solche habe ich noch nie in meinem Leben gegessen, ne? Aber deswegen habe ich keine Erfahrung hier. Also vom Biss her und so wie es aussieht von der Aufmachung her, könnte es, sage ich jetzt mal, so ein Hähnchenfilet oder so ein Hähnchenbruststück schon ähnlich sehen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wie gesagt,
was die Gewürze betrifft, da sind sie alle ziemlich sparsam gewesen, generell bei diesen ganzen Produkten, ja. Außer das hier, das scheint sehr gut zu sein. Ich würde hier überall noch, was weiß ich, mehr Salz dran machen und mehr, ich habe keine Ahnung, was man alles dran machen kann. Schmeckt ein bisschen fade so, ne? Wie gesagt, jetzt dazu irgendeine Soße, Ketchup oder so, da würde schon gar nicht mehr so richtig auffallen. Schmeckt im Abgang ein bisschen wie Lebkuchen. So, als nächstes. Dann mit dieser von Garden Gourmet, diese veganen Burger. Ja. Also, wie gesagt, viel ist da nicht drin. Also zwei von den Tellern schon ist alles alle. Ne? Also wie gesagt, durch das Anbraten vorher hier, es riecht wirklich so, als ob es gerade vom Grill kommt. Ne? Da kann man nicht meckern. Konsistenz her, sieht auch so ein bisschen fleischlich aus. Ne? Schmeckt rauchig, Raucharoma drin. Von der Konsistenz natürlich ein bisschen bröselig. Es sind natürlich keine Fleischfasern oder lange Pflanzenfaser drin, ist alles kurzfaserig, ne? Deswegen bröselt es halt eben so beim Zerkauen. Was Gutes ist hier diese Rauchnote. Die verdeckt viel vom eigentlichen Geschmack und man hat das Gefühl, wirklich so einen Burger im Mund zu haben, ja? So ein Stück Burger. Mm. Aber langsam satt hier, Leute, echt, der ist reich. Also satt wird man davon auf jeden Fall. Also man kaut ganz schön lange auf so ein Ding drauf rum, hätte ich gar nicht gedacht. Und so als letztes haben wir hier dann hier unsere, diese kleinen Würstchen. Ne? Die von Alnatura, diese schmackhaften Bratwürstchen. Aus Seitan und Tofu. So, gucken wir einfach mal. Hier ist zu viel Majoran dran. Also was die anderen zu wenig hatten, hat das hier irgendwie zu viel von dem einen Gewürz. Boah Leute, echt, das reicht. Mehr schaffe ich nicht. Die esse ich jetzt nicht auf die Wurst. Wir sehen uns gleich wieder zum kleinen Fazit. Also Fazit. Ich fange einfach mal an hier. Auf Nummer 1, Platz Nummer 1 würde ich hier diese Garten-Gourmet-Burger setzen. Ja, weil der rauchige Geschmack und die Konsistenz erinnert immer noch am ehesten an ein Stückchen Fleisch. Die Sache hat auch ein bisschen Biss. Ja, und vom Äußerlichen her kann man eigentlich auch nicht meckern so. Ne? Nummer 1, ne? Nummer 2 würde ich sagen. Nummer 2 hier. Würde ich hier diese veganen Mühlen-Cordon Bleu-Imitate wählen. Ja, weil hier ist richtig, scheint dann richtig Käse rauszukommen, obwohl es keiner ist. Fragen Sie mich nicht, wie Sie das gemacht haben. Wahrscheinlich ist es auch dieser künstliche Käse, über den alle Leute nur meckern. Es gibt so ganz billigen Pizzakäse, der ist eigentlich nur aus Rapsöl. Das wird wahrscheinlich sowas Ähnliches hier sein. Nur hier ist es jetzt hier was ganz Besonderes, während es auf einer Billigpizza total verpönt ist. Ne? Auf jeden Fall im Gesamtbild hier kann man auch nicht meckern. Würde jetzt bei mir auf Platz 2 liegen. Ne? Da würde dann irgendwann, würde dann halt Moment, doch, ja. Hier diese Steaks von Wales oder Wales, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Diese Steaks, die würden dann kommen, ja. Sind doch relativ bissfest. Und wie gesagt, mit einer Soße irgendwie was dazu. Da könnten die glatt als Hähnchensteaks durchgehen. Ne? Also auch nicht verkehrt. Hier Platz Nummer 3. So, Platz Nummer 4. Jetzt wird es ein bisschen. Würde ich jetzt die nehmen?
Ja, ich glaube, ich würde dann doch hier diese Seitan-Bratwürstchen kaufen. Ja, also sind jetzt nicht verkehrt, auch wenn die jetzt an der einen Stelle ein bisschen zu viel gewürzt sind. Im Gesamtbild, wie gesagt, wenn man sie jetzt nicht so isst, sondern mit irgendwas dazu, vielleicht mit einem Steak dazu, natürlich nicht, nein, mit einem, was weiß ich, Kartoffelsalat oder so, dann geht das auch noch durch. Ne? So, das wäre jetzt Platz 4, ja? Platz 4. Ne? Platz 5. Die schmecken noch nichts eigentlich so. Also die fand ich jetzt nicht so gut. Ne? Also, ja, wie gesagt, auch hier, was weiß ich, mit Ketchup dazu oder irgendwas, dann kann man es dann auch schon noch essen. Aber wie gesagt, es ist Platz 5, Leute. Es gibt zwar 10. Ne? Ja, das hier ist absolut. Wo die angebraten natürlich jetzt nicht so schlecht schmeckt, aber irgendwie aufs Brot oder irgendwas, das ist fad geschmacklos an sich. Ne? Anscheinend ist es nur so, dass die ein bisschen Geschmack bekommt, wenn so Röstaromen dazu kommen. Ja, die habe ich gar nicht angebraten. Ja, ist jetzt nur so normale Wurst vom Geruch her hervorragend. Ja, riecht noch mal. Riecht ein bisschen wie Schokolade sogar, ja, ein bisschen wie Kakao, ja, vom Geschmack eine absolute Katastrophe. Kaufen Sie diesen Scheiß auf gar keinen Fall, das können Sie sich sparen, ja. Also, das Pro und Contra ist, alle Sachen, die man hier hat, das können Sie alles essen, da machen Sie jetzt nichts verkehrt, sage ich jetzt mal. Allerdings, nur davon würde ich mich auch nicht ernähren können, ja. Also, wer jetzt unbedingt einen auf vegan macht, ja, und er möchte die Tiere retten, und weil die Tiere ja so arm sind, und ich verstehe das alles, ja, aber am Ende sage ich mir jetzt mal, ich mache mal ein bisschen höher hier, am Ende ganz ehrlich, Leute, was weiß ich, kauft euch ein Beutel Kartoffeln, ein paar Möhren dazu, ab und zu mal ein Sellerie, irgendwie sowas, habt ihr mehr davon, ja, wie gesagt, ein so ein Ding, seid ihr bei 3, 6, 9, 12, also hier liegen in etwa so bestimmt 20 bis 25 Euro auf dem Tisch, ja, und das ist es nicht wert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das hier sind, also das Preis-Leistungs-Verhältnis, 3 Euro für zwei so eine kleinen Dinger, ja, die nach gar nicht schmecken, ist ziemlich heftig, ja. Da gibt es auf jeden Fall bessere Sachen, die man essen kann, ja, da können Sie sich für weniger Geld gesünder ernähren, sage ich es jetzt mal so. Und wenn es unbedingt mal was Ausgefallenes sein soll, das mache ich manchmal, dann gehe ich immer hier im Herz jetzt Kaufland, ja, in die Exotikabteilung. Da kostet hier so eine komische Frucht, das ist jetzt so eine Schala, Sala, so eine Schlangenfrucht, die schmeckt ganz gut, ja. 3 Euro. Da haben sie aber auch was, das haben sie noch nie gegessen im Leben. Ja, also sowas gönne ich mir öfters mal, so ganz komische, exotische Früchte, wie man mal sowas gegessen hat. Ja, und wer unbedingt jetzt auf Fleisch verzichten will, weil er die Tiere retten möchte und überhaupt seinen Selbstwert regulieren möchte, weil er, was weiß ich, Minderwertigkeitskomplex hat oder sonst was, der kann ja auch einfach mal ersatzenshalber, das kaufe ich manchmal hier, dieses Falafel, ja, das ist rot, ruckzuck ist das angerührt mit ein bisschen warmem Wasser. Ich mache meistens noch ein Ei dazu, und da könnt ihr tausendmal bessere Burger machen als diese abgepackten Scheißdinger. Ja, also im Groben und Ganzen, wer das Geld übrig hat, ja, und sein Gewissen erleichtern möchte und unbedingt die Welt retten möchte, der ist natürlich jetzt, macht nichts falsch, wenn er jetzt hier sich so ein Kram ja holt, ja, diese Sachen ja holt. Ja, also da wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich von sterben, wenn man das öfters isst, ja. Aber ehrlich gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, Leute, ganz ehrlich, das ist auch ganz schöne Geldschneiderei. Ja, auch inhaltlich, ja. Also das sind, also was hier drin ist, hat mit Nahrungsmittel, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu tun. Ja, hier sind genau die Streckstoffe drin, die sie sonst normalerweise in eine Wurst reinmachen, die dann zu einer absoluten Billigwurst wird, ja, weil es so preiswert ist. Und hier so ein Ding, habe ich auch 3 Euro für bezahlt, ist einfach nur Geldschneiderei. Ne? Der Rest auch, ja. Ne? Wer vom Beruf Sohn ist, von Beruf Tochter ist, der ist hier herzlich eingeladen, sich den Kram zu kaufen. Ja, wie gesagt, also ich sag's mal so, noch mehr kaufe ich das nicht. In dem Sinne, ja, vielleicht
mal zu einer Feier oder so, wer jetzt unbedingt, oder wenn jemand das haben möchte, jetzt mit meinen Bekannten oder so, dann kaufe ich mal sowas. Aber jetzt für mich so zum Verzehr, ich werde das jetzt eine ganze Woche essen, das Zeug. Das wird mir so zum Hals raushängen. Ich glaube, das Geld werde ich dann in Zukunft für bessere Sachen ausgeben. So. Und jetzt esse ich diese, auch was Vegetarisches, diese leckere Schlangenfrucht. War nur ein Messer. Mensch. Auch mal ein bisschen, zoomen wir mal ein bisschen näher ran hier, ja. Die Schlangenfrucht. Diese leckere Schlangenfrucht, ja. Da ist gar nicht mal so viel drin, ne? Ich schäle die mal schnell. Lässt sich auch eigentlich auch relativ einfach schälen. Die kann man nämlich hier, ich halte so ein bisschen die Kamera hier, ganz einfach, ja. Die ist außen sehr trocken, dann sind die gut. Wenn die draußen außen ein bisschen trocken sind, sich schön leicht schälen lassen. Ja. Also wenn man was Außergewöhnliches essen möchte, den kann ich das hier nur empfehlen. Ja? Besser als diese veganen Steaks und sowas. Ja. Wie gesagt, das hat. Ich finde es auch nicht gut, dass man solche Dinge dann Steak nennt. Ja? Wenn man sich da irgendwie versucht, an Fleisch heranzuwagen, ist doch kein Fleisch. Dann müsste das Ding auch nicht Steak nennen. Dann nennt das Ding vegane Fladen oder irgendwas. Ja. Ja. Kostet auch 3 Euro so ein kleines Ding hier, ne? Aber das schmeckt, das ist vom Geschmack so interessant. Also ich sag mal, hier lohnt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man es eigentlich schon auseinanderbrechen. So. So. Schieben wir das mal ein bisschen zur Seite. Das haben wir hier. Auch hier haben wir die Schale ab. Geht ja recht relativ schnell. So. So, alles weg damit. So. Jetzt haben wir hier 3 von den Dingern und das schmeckt ein bisschen wie Rum, Nuss irgendwie. Da ist auch ein Kern drin. Ja, den könnt ihr einfach abmachen. Ja. Den Kern, den könnt ihr vielleicht mal einpflanzen. Vielleicht kommt da mal irgendwas bei raus, keine Ahnung. Wie gesagt, das hier, das schmeckt richtig, richtig lecker. Ja. Ist auch vegetarisch, ne? Ist kein Fleischding, obwohl das Ding eigentlich Schlangenfrucht heißt. Mm. Immer wieder köstlich, lecker. Kauft euch lieber sowas hier, anstatt so ein bescheuertes vegetarisches Steak, was am Ende auch nicht so nach dem schmeckt, wie es eigentlich verkauft wird. Okay, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.